einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die aktuellen Berichte des Tages aus aller Welt und oder die Honigmann-Nachrichten. Könnte sich mal jemand aussuchen, es hat sich noch nie jemand darüber geäußert. Vom 23. Oktober 2013 mit der Nummer 205. Rochester. Im Schlaf arbeitet die hirneigene Abfallentsorgung besonders effektiv. Das konnten US-Forscher bei Mäusen beobachten. Das sogenannte glymphatische System ist im Schlaf etwa 10-fach aktiver als im Wachzustand, berichteten sie im Fachblatt Science. Da sich die Hirnzellen während der Schlafphase zusammenziehen, vergrößert sich der sogenannte interstitielle Raum zwischen den Zellen deutlich. Dadurch kann die Gehirnrückenmarksflüssigkeit besser zirkulieren, schädliche Abbauprodukte leichter wegspülen. Bei Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson spielen Störungen der Entsorgung von Abbauprodukten stets eine zentrale Rolle, informierte wissenschaft-aktuell.de. Welt. Mikrowellenwaffen sind Hightech-Waffen, die mit elektrischer Energie verletzen, zerstören und töten. Mikrowellen sind unsichtbar, bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, gehen durch Wände hindurch, hinterlassen kaum verräterische Spuren. Sie wirken treffsicher, haben starke physiologische und oder psychische Wirkungen, ermöglichen meist die Wahl einer bestimmten Stärke, von quälend über schwer schädigend bis tödlich, sind unauffällig, sehen nicht nach Waffen aus, leicht zu tarnen und zu transportieren, sind preiswert zu kaufen bzw. selbst herzustellen, sowie bei Polizei und Justiz bislang kaum bekannt, unterrichtete mikrowellenterror.de. Mexiko-Stadt. Allein im September haben 982.000 Personen an 696 angemeldeten Demonstrationen in Mexiko-Stadt teilgenommen. Dies geht aus der monatlich veröffentlichten Stellungnahme des Vorsitzenden der Abteilung für öffentliche Sicherheit in Mexiko-Stadt Almeida hervor. Im Durchschnitt demnach täglich 23 Protestaktionen mit kommunalem oder nationalem Bezug. Dabei soll es nach Angaben von Almeidas lediglich in 6 Fällen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizeikräften und Demonstranten gekommen sein. In 19 weiteren hätten sich Demonstranten von sich aus zurückgezogen, damit eine Eskalation verhindert, berichtete amerika21.de. Nigeria. Die Leute von Boko Haram, eine fundamentalistische islamische Bewegung mit dem Ziel eines islamischen Staates, kamen durch die ländliche Stadt gestürmt, steckten Häuser in Brand, plünderten, schossen und brüllten, Grüß, nee, Gott ist groß, erzählten Bewohner und Beamte. Als es 12 Stunden später vorbei war, sagten sie, waren 150 Menschen tot. Nur gut 50 Kilometer weiter, in der 2-Millionen-Hauptstadt Maiduguri, wo Boko Haram ihren Ursprung hat, ist sie im Großen und Ganzen vernichtet, laut den Beamten, Aktivisten und Bewohnern. Weiterlesen bei aina-schleret.blogspot.se. Istanbul. Von wegen Islamisierung der Türkei durch den türkischen Premierminister Erdogan. Wer hätte das gedacht? Fragte almabu.wordpress.com. Bei einem AKP-Meeting im Parlament sagte er anlässlich der Proteste und Kritik an ausgedehnten Baumfällungen für die 3. Bosporusbrücke Istanbuls, dass er der Öffentlichkeit diene, nicht Individuen, dass er sogar eine Moschee abreißen lassen würde, wenn sie einer geplanten Straße im Wege stünde. Umweltorganisationen befürchten, den im Juni begonnenen Arbeiten könnten die letzten grünen Wälder Istanbuls zum Opfer fallen. Kairo. Am Sonntag wurde auf Gäste einer Hochzeitsfeier vor der Jungfrau Maria Kirche in Kairo geschossen. 3 Tote, wir berichteten. In Ägypten sind etwa 7% der Bürger Kopten, die seit den Unruhen vor 2 Jahren immer wieder Opfer von Übergriffen werden. Die Angriffe fanden in ganz Ägypten statt,
hatten seit der Festnahme des ehemaligen Präsidenten Morsi stark nachgelassen. Die Kopten galten politisch eher als Morsi zugetan, wurden Opfer von Entführungen und Zwangskonvertierungen zum Islam, was islamisch strengstens verboten ist, tat die Evidenz.de kund. Moskau. Mit dem Verzicht auf einen Sitz im Weltsicherheitsrat hat sich Saudi-Arabien, nach Ansicht des russischen Außenamtes von der kollektiven Arbeit zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit in der Welt distanziert. Seine Entscheidung erklärte Saudi-Arabien mit doppelten Standards in der Tätigkeit des Rates, dessen Methoden es ihm nicht gestatten, seine Funktionen zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit in der Welt gebührend zu erfüllen, stand bei de.rian.ru. Teheran. Der Iran will Russland eine von iranischen Fachleuten geklonte US-Drohne vom Typ Scan Eagle schenken. Das meldete die iranische Nachrichtenagentur IRNA am Montag unter Berufung auf Brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh, Befehlshaber der Luft- und Weltraumstreitkräfte der Islamischen Revolutionswächter, grinste marialotusblog.com. Nochmal Teheran und de.rian.ru. Israel bemüht sich laut dem iranischen Außenminister Mohammed Javad Zarif darum, den Fortschritt zu torpedieren, der bei den Gesprächen Teherans mit den 5 UN-Vetomächten und Deutschland erzielt wurde, meldete Associated Press letzten Freitag. Israel. Israel verliert hochqualifizierte Kräfte. Die besten Köpfe wandern nach Amerika, Europa, China und Russland aus. Da zahlt man mehr, es ist leichter, einen guten Job zu finden, ohne zu riskieren, dass sein Haus mit Qassam-Raketen beschossen wird, erklärte German.rufr.ru. Nochmal Welt. Nachdem die Asienkrise vorbei war, setzten die Dollarkäufe wieder ein, wenn auch etwas langsamer als zuvor. In den darauffolgenden Jahren kam es bei den Dollarbeständen der Schwellenmärkte zu beispiellosen Zuwachsraten. 2004 waren es 25%, 2005 23%, 2006 28%, im Jahr 2007 50%. Für viele war dieser steile Anstieg ein Vorbote für schlechte Neuigkeiten. Sie lagen mit dieser Einschätzung völlig richtig, wusste Propagandafront.de. Washington DC. Der Internationale Währungsfonds IWF ließ in seinem Fiskalmonitor-Report für Oktober eine Bombe platzen. Unter dem Titel Zeit für neue Steuern wird hochverschuldeten Staaten mit entwickelten Wirtschaften vorgeworfen, ihre internen Einnahmemöglichkeiten nicht aggressiv genug auszuschöpfen. Der IWF schlägt eine ganze Reihe drastischer Maßnahmen vor, von einer Erhöhung der Einkommens- und Verbrauchssteuern bis zur direkten Konfiszierung auch privater Vermögenswerte, erinnerte natvandare.blogspot.se. Es kommen herrliche Zeiten auf uns zu, wenn hier sich nicht bald was ändert. Syrien, NATO, Europa. Die NATO macht sich laut Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen Sorgen um die Radikalisierung der syrischen Opposition, dass die dortigen Extremisten nach Europa eindringen könnten. Es handelt sich insbesondere um Jugendliche, die auf der Seite der Opposition an den Kampfhandlungen in Syrien teilnehmen, die möglicherweise in die europäischen Länder zurückkehren, sagte Rasmussen am Dienstag vor einer Sitzung des Russland-NATO-Rates. Bei manchen von ihnen kommen die extremistischen Anschauungen bereits jetzt zum Vorschein. Das muss uns beunruhigen. Wir verfolgen die Situation aufmerksam, stand bei facebook.com. Brüssel. Das milliardenschwere Freihandelsabkommen, auf das sich EU und Kanada am Freitag einigten, hat neue Proteste gegen die Politik der Liberalisierung ausgelöst. Frankreich fürchtet um seinen Agrarsektor, das Europaparlament vermisst Schutzrechte für Verbraucher. Auf Kritik stößt zudem die mangelnde Transparenz des Abkommens. Im EU-Ministerrat kam es deswegen zu einem handfesten Streit, berichtete taz.de. Frankreich.
Zum Euro hat der Front National eine klare Position. Frankreich muss raus und sich mit einer eigenen neuen Währung von den Brüsseler Zwängen befreien, aber bemerkenswerterweise auch, um den französischen Wohlfahrtsstaat für die Franzosen zu retten. Aha, die haben es begriffen. Es gibt auch schon Überlegungen, wie man das bewerkstelligen kann, wenn die europäischen Partner dazu keine Hilfestellung geben. Es ist aus französischer Sicht vollkommen richtig, dass man sich dazu Gedanken macht, weil mit einer Änderung der deutschen Position nicht zu rechnen ist, meinte flashback-economics.de. Nochmal Brüssel. Die EU kann ihre Rechnungen nicht bezahlen. Damit ist Brüssel pleite. Präsident Barroso hat offenbar der Shutdown in den USA gefallen. Er drohte nun mit einer Schließung der EU. Wenn das Parlament nicht sofort im Eilverfahren einen Nachtragshaushalt beschließt, so deutschewirtschaftsnachrichten.de. Großbritannien. Nochmal almabu.wordpress.com. Der größte britische Unternehmerverband EEF stellt fest, die EU sei von zentraler Bedeutung für ihre Geschäfts- und Investitionspläne, deshalb für Wachstum und Jobs in Großbritannien. Aber selbst sind sie gar nicht in der EU. Toll. Eine effektive EU wird die britischen Bemühungen stärken, eine stärkere, besser ausbalancierte Wirtschaft mit besseren Handelskonditionen, mehr Beschäftigungen, höherem Lebensstandard zu bilden. Ja klar, ausschöpfen. Die Regierung müsse die Debatte über Europa auf Wachstum und Wirtschaft fokussieren. Großbritannien müsse besser darin werden, Teil von etwas zu sein, dann sollten sie es erstmal, und Führungsstärke zu zeigen in der EU. Obwohl sie nicht dabei sind. Interessant. EU. Noch zweimal deutschewirtschaftsnachrichten.de. Seit 3 Monaten ist Kroatien Mitglied der EU und schlittert in eine tiefe Wirtschaftskrise. War zu erwarten. Ich weiß nicht, was sich immer alle davon versprechen. Die Exporte brechen ein. -20% allein im August. Das Wunder bleibt aus. Im Gegenteil. Hier reift der nächste Bailout-Kandidat heran. Sie müssten es aber von doch allen anderen europäischen Staaten wissen, wie schlecht es ihnen durch die EU geht, oder? Die EU will Albanien rasch in die EU holen. Klar, noch ein armes Land. Davon haben wir noch nicht genug, die man noch platt machen kann. Die Wirtschaftsdaten des Landes sind schlecht, die Risiken für den europäischen Steuerzahler erheblich. Doch Brüssel sucht händeringend nach neuen Mitgliedern, weil nur so das Schneeballsystem der Umverteilung der europäischen Steuergelder aufrechterhalten werden können. Ich glaube, die meinen vorwiegend die deutschen Steuergelder. Brüssel, Deutschland. Für die deutschen Stromverbraucher gab es am Dienstag dieser Woche ein böses Erwachen. Elektrizität werde noch teurer, kündigten die Stromnetzbetreiber in ihrer Prognose für das kommende Jahr an. Die gesetzliche Umlage zur Subventionierung unwirtschaftlicher Ökostromanlagen steigt rasant auf nunmehr 6,2 Cent pro Kilowattstunde. Ernsthaft gefährdet sei die Wettbewerbsfähigkeit inzwischen, schrieb Ulrich Grillo, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, in einem Brief. Tatsächlich würden heute schon viele Industriebetriebe unter den gesetzlichen Zusatzkosten der Ökostromförderung zusammenbrechen, wenn sie nicht durch besondere Härtefallregelungen geschützt würden. So sieht etwa die Stromnetzversorgung vor, dass sich Firmen unter bestimmten Voraussetzungen von der Zahlung der Netzentgelte befreien lassen können. Doch mit den Vergünstigungen für deutsche Unternehmen könnte es bald vorbei sein. Also ich weiß nicht, mich hat nie einer begünstigt. Im Gegenteil. Ich habe immer überlegt, bezahle ich lieber die Krankenkasse für meine Leute oder bezahle ich lieber Strom für den Laden. Das ist schon lange so. Es merkt bloß keiner. EU-Wettbewerbskommissar Joachim Almunia erwägt seit Monaten die Aufnahme eines Verfahrens gegen die BRID, ließ sich nur aus Zurückhaltung gegenüber dem größten Mitgliedstaat Zeit mit der Eröffnung bis nach der Bundestagswahl. Ende Oktober fällt nun die Entscheidung. Entscheidung sorgte sich Welt.de. Hamburg. Kein Unternehmen, das extrem viel Strom verbraucht, soll unter der Energiewende leiden. Oh. Deshalb können sich energieintensive Firmen von den Netzgebühren befreien lassen. Für Ärger sorgt in diesem Zusammenhang aber eine Regelung, die auch kleinen, nicht energieintensiven Firmen Rabatte ermöglicht. Dazu zählen etwa Hotels, Autohäuser und Golfclubs, die komplette Gastronomie sowieso.
Im laufenden Jahr haben nun wieder bereits 1.500 Unternehmen einen Rabatt für die Netzentgelte beantragt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die spiegel.de vorliegt. Aber wahrscheinlich nur spiegel.de. Berlin-Peking. Mit einiger Sorge konstatieren deutsche Wirtschaftskreise spürbare Rückgänge bei den deutschen Exporten nach Asien. Die Ausfuhren über den Kontinent hatten jahrelang geboomt und zuletzt die Hoffnungen genährt, die deutschen Exportgewinne trotz des Einbruchs der Verkäufe in die krisengeschüttelten Staaten der Eurozone verstetigen zu können. Nun sind sie im ersten Halbjahr 2013 deutlich geschrumpft und erholen sich seither nur mäßig. Dies gilt auch für den asiatischen Haupthandelspartner Deutschlands, China, unterrichtete German-Foreign-Policy.com. BRID. Von ausufernden Kosten sprechen die Stromkonzerne angesichts der steigenden Kosten für die EEG-Umlage. Doch die Kampagne gegen die Energiewende ist grob irreführend. Der Skandal ist ein ganz anderer. Tatsächlich ist Strom derzeit so billig wie lange nicht. An der Börse zahlten große Industriebetriebe und die Stromversorger im ersten Halbjahr 2013 nur noch 3,7 Cent für die Kilowattstunde. Ist das nicht der Gipfel? 40% weniger als 2008. Die wichtigste Ursache dafür ist, dass die Menge an Strom aus Wind- und Solarkraft stetig anwächst, schon ein Viertel des Verbrauchs deckt. Der eigentliche Skandal ist, dass die Versorger sich weigern, ihre drastisch gefallenen Kosten an ihre Haushaltskunden weiterzugeben, die den Normaltarif zahlen, empörte sich tagesspiegel.de. Und genau so schaut's aus. Berlin. Neubauten in Deutschland müssen künftig mit weniger Energie auskommen. Das Bundeskabinett segnete Mittwoch letzter Woche in Berlin endgültig eine Neufassung der Energieeinsparverordnung zu, die entsprechende Minimalstandards für Immobilien verbindlich festschreibt. Demnach reduziert sich der zulässige Primärenergiebedarf 2014 und 2016 in zwei Stufen um je 12,5%. Die Anforderungen an die Dämmwirkung der Gebäudehülle steigen im Schnitt um 10%, teilte Handelsblatt.com mit. Deutschland. Wir wurden nicht gefragt, ob wir Bürger eines Zentraleuropas werden wollen. Wollen wir nicht. Wir wollen Deutsche bleiben. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder mit dem kommenden EU-Schuldenkollaps untergehen, in der EU-Diktatur verwesen. Wollen wir nicht. Ohne EU und Euro hätte Deutschland keine Krise. Das EU-gesteuerte deutsche Parlament schickt uns in Diktatur. Massenarbeitslosigkeit, Massenverarmung und Hyperinflation. Es reicht. Raus aus der EU, forderte willkommen-in-der-realität.blogspot.de. Die gute Nachricht aus Watan, der Pfad des Nordens. Nur in einem Volk, in dem der Durchfluss des göttlichen Stromes sehr frei möglich ist, gibt es Dichter, Denker, Erfinder und große Menschen. In so einem Volk inkarnieren sich erfahrene, in der Entwicklung fortgeschrittene, edle Seelen gern. Nur wo man gute und optimale Bedingungen, sprich Familien, vorfindet, wo ein Kind auch wirklich erwünscht ist, sollte man Inkarnation zulassen. Alles klar? Wurde das verstanden? So, das war's mal wieder für heute. Die Sonne ist natürlich wieder weg und trotzdem haben wir 18 Grad, man soll es kaum glauben. Sehr windig. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und verbleibe eure Biene vom Honigmann. Und tschüss.